Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Einfach Technik, dem Technikfreak aus der Eifel. Heute geht es mal um etwas ganz Neues, und zwar habe ich mir ein bisschen Zubehör gekauft für meinen neuen Apple Mac Mini mit dem M1 Prozessor. Mein ganzes System wird darauf umgestellt. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, geht es um diese vier Produkte. Einmal die Logitech Lautsprecher, ein UTEC Smart USB Hub und noch ein Belkin USB Hub und dann natürlich den LG UHD Monitor 4K. Links zu all den Produkten findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Da sind sie alle aufgelistet. So, ich werde das Auspacken der Teile und das Aufbauen des Monitors jetzt mal im Schnelldurchlauf hier abspielen. Sonst wird das Video zu lang oder besser gesagt auch zu langweilig. In dieser Zeit könnt ihr mir vielleicht ja ein Abo von meinem Kanal hier lassen oder auch ein Like oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefällt. Alles Wichtige in den Kisten war, ausgenommen natürlich den Bildschirm, der fehlt hier, der passt nicht mehr genau ins Bild, aber ich werde euch da nachher noch ein paar Bilder einblenden und euch noch was zu dem Bildschirm erzählen. So, kommen wir jetzt mal zu den Details der einzelnen Geräte. Fangen wir mit dem, ich muss meine Zettel hier mal ein bisschen sortieren. Fangen wir mit dem Monitor an. Da blende ich jetzt ein paar Bilder ein. Und zwar ist das der LG. Genaue Bezeichnung ist LG 27UN83A-W. Ist ein 27 Zoll UHD 4K IPS Panel mit HDR und Radeon FreeSync. Was das genau ist, weiß ich nicht. Kann man ja alles nachlesen. Hat eine 99,
Hat 99% sRGB-Abdeckung. Auflösung ist 3840 x 2160 bei 60 Hz. Reaktionszeit von 5 Millisekunden. Betrachtungswinkel von 178 Grad. Anschlüsse: zweimal HDMI, einmal USB-C, zweimal USB 3 und ein DisplayPort. Wie das Ganze sich im Bild verhält, kommt ja dann, wenn ich mein Video vom Mac Mini hochlade. Da werdet ihr das ja sehen. Kommen wir zu den Lautsprechern. Das sind die Logitech Z200 2.0. Die haben ein Maß von Höhe 241,2, Breite 90 und dann Tiefe inklusive diesem Standfuß hier von 124,07 genau. Haben eine reine Musikleistung von 5 Watt und ein Gewicht von 1 Kilo. Ja, zu dem linken Lautsprecher ist nicht allzu viel zu sagen, sind fest angeschlossen, miteinander verbunden. Anschlusskabel ist circa 1 Meter lang, also mit dem Klinkenstecker. Der rechte Lautsprecher hat ein paar andere Merkmale, und zwar einmal den Lautstärkeregler mit Ausschalter, ein Kopfhöreranschluss und ein Mikrofonanschluss, und hier kann man den Ton noch verstellen. Auf der Rückseite ist nur der Anschluss für das Lade- oder das Netzgerät. Das Netzgerät hat ein Output von 5,5 Volt, 1,3 Ampere, 7,15 Watt. Ich glaube jetzt nicht, dass. Ja, ich blende das einfach ein. Mit einem Bild blende ich das Typenschild gleich ein. So viel. Wie die klingen, das kommt dann auch später im Video meines Mac Minis. So, dann kommen wir zu dem. Kommen wir zu dem Belkin Hub. Das ist dieses kleine Teil. Der hat Anschlüsse. Na, sieht man das jetzt nicht so gut hier. Auf jeden Fall zweimal USB-C und zweimal USB-A. Sonst ist da nicht viel. Hier ist das Anschlusskabel. Ist halt gut gelöst. Ist so im Gehäuse integriert. Ziemlich kurzes Anschlusskabel, aber ist ja gedacht für mobil an einem Laptop jeglicher Art anzuschließen, die halt eben USB-C haben. Ja, so die USB-Cs Anschlüsse haben eine Datenübertragung von 5 Gigabit pro Sekunde. Und die USB-A-Anschlüsse hier sind ganz normale 2.0. Ich habe jetzt keine Daten gefunden in puncto Geschwindigkeit. Maße von dem Teil sind 95 mal 47 mal 112. Und Gewicht 25 Gramm. So, das war's zum Belkin. Kommen wir zu dem etwas größeren Hub. Das ist das Hub von UTech Smart. Wir haben da genau 12 Anschlüsse. Zweimal HDMI. Einmal ist der hier auf der Seite und einer ist auf der Seite. Dann haben wir einen DisplayPort, der ist auch hier. Wir haben USB-C Charging Port. Also genaue Bezeichnung ist USB-C PD Charging, der ist genau da. Heißt so viel, man kann da ein Netzgerät von 100 Watt anschließen, also ist eine Ladeübertragung von 100 Watt. Und kann dann verschiedene Geräte aufladen. Hersteller gaben diese zwei USB 3 Anschlüsse, die er noch hat, haben auch 5 Gigabit pro Sekunde. Was ich jetzt nicht weiß, ich kenne mich da nicht so genau aus. Das sind alles Daten aus dem Netz. Kann man ja mal testen, wenn man einen angeschlossen hat. Man kann bis zu drei Monitor anschließen. Das ist ja bei Mac Mini jetzt relativ, der kann nur zwei. Also man hat
die Möglichkeit zweimal HDMI, den DisplayPort oder man schließt sogar einen Bildschirm an den USB-C-Anschluss an. Er hat einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragung von 1000 Megabit pro Sekunde, einen SD-Karten- und einen Micro-SD-Kartenanschluss. Ja, ich glaube, das war's schon. Ich habe jetzt nichts vergessen. Ah, noch zwei einfache USB 2.0 Anschlüsse. Die Maße sind 126 x 62 x 11,5 und Gewicht 190 Gramm. Ja. Was ich noch vergessen hatte vorher, bei dem Monitor waren noch zwei Kabel, also zwei Anschlusskabel, einmal ein Anschlusskabel mit HDMI auf beiden Seiten und einmal mit USB-C. Beide haben eine Länge von 1,50 Meter, sind ganz normale Kabel. Und da war noch dieses Netzgerät dabei. Das hat einen Output von 19 Volt und 7,37 Ampere. Umgerechnet laut Typenschild 140,03. So, das war's zu meinem Zubehör für meinen Mac Mini. Und in nächster Zukunft ist dann geplant, wenn mein Mac Mini, der soll in den nächsten Tagen kommen, wenn der dann angekommen ist, richte ich alles ein, schließe all die ganzen Teile an, die ich jetzt hier gezeigt habe, bis und natürlich auch die, die ich schon habe. Ich habe schon einen LG-Monitor, der zeige ich dann in diesem Video. Und dann werde ich nach und nach meine Software installieren. Das werde ich dann wahrscheinlich auch live, oder werde ich euch zeigen, wie ich die installiere. Und ja, hoffe, dass alles funktioniert. Wenn ihr noch wissen wollt, welche Software funktioniert, schreibt mir das in die Kommentare. Dann probiere ich die Software zu installieren. Also bitte jetzt nicht irgendwelche Kaufsoftware, weil ich habe nicht vor, mir extra für andere Leute Software zu kaufen, die ich dann nicht brauche. Wenn es eine Testversion gibt, ist es kein Problem. Dann kann ich das auf jeden Fall probieren. So, das war's von meiner Seite aus. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie schon gesagt, bitte lasst ein Like da oder auch ein Abo. Würde mich freuen. Ich freue mich natürlich auf jeden Kommentar. Und wie immer, grüßen wir die Hühner. Bis zum nächsten Mal.